2013 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem klar wurde, dass es keine Privatsphäre mehr gibt. Geheimdienste wie die amerikanische NSA protokollieren alles, was wir am Telefon oder im Internet tun. Bereits vor 3 Monaten marschierte die Schriftstellerin Julie C. mit Kollegen und knapp 70.000 Unterschriften zum Bundeskanzleramt, um Angela Merkel zu einer Reaktion auf den Abhörskandal zu bewegen. Wir haben damals von Seiten der Politik, also von Seiten der Regierung jedenfalls, gar keine Reaktion bekommen. Da war Beton. Heute nun ist gleich in 30 Ländern ein Aufruf gegen Massenüberwachung erschienen. Unterzeichnet von 560 Schriftstellern aus über 80 Ländern, darunter Nobelpreisträger wie Orhan Pamuk und Günter Grass und Größen wie Margaret Atwood, Umberto Eco oder Paul Auster. Die Initiatoren um Julie C. und Ilya Trojanow haben den Appell heute Morgen in Berlin vorgestellt. Worum es geht, ist eigentlich ganz einfach. Wir reden hier davon, dass durch eine technologische Entwicklung ein Menschenrecht schlicht ausgehebelt wurde. Und es geht darum, dieses Menschenrecht wiederherzustellen. Es kann ja wohl nicht sein, dass wir etwas dagegen haben, wenn unser Ehemann oder der Postbote unsere Briefe öffnet, dass wir unsere E-Mails aber unwidersprochen von Geheimdiensten speichern und mitlesen lassen. Der heute publizierte Appell soll helfen, endlich Bewegung in die Sache zu bringen. Wenn wir es schaffen, eine möglichst große Menschenmenge, repräsentiert durch Unterschriften, hinter uns zu vereinen, werden wir gehört werden. Die Botschaft kommt an, nicht nur bei Schriftstellern. Das hier ist ein Appell an die Politik, endlich was zu tun für die Bürgerrechte. Dafür werden die Leute gewählt. Ein Zufall ist es, dass gerade gestern 8 Internetgiganten um Google, Facebook und Twitter sich in einem offenen Brief an den amerikanischen Präsidenten ebenfalls gegen Überwachung gewendet haben. Unheimlich ist das den Schriftstellern nicht. Wir brauchen gesellschaftlichen Druck, um uns gegen Überwachung zu wehren. Und jeder, der dieser Meinung ist, ist willkommen, sich in diese Richtung auch zu äußern. Tatsächlich wächst selbst in Amerika die Skepsis. Nicht nur auf Seiten der Unternehmen und nicht nur unter linken Intellektuellen. Aber es ist eigentlich eine interessante Situation, weil inzwischen auch die Republikaner oder die Rechten jetzt auf einmal entdecken, dass auch sie gegen Überwachung sind. Das dürfen sie jetzt, weil jetzt die Demokraten an der Macht sind. Die Initiatoren geben sich jedenfalls optimistisch. Die Hoffnung rührt daher, dass zunehmend mehr Bürger begreifen, was technologisch möglich ist und worin die Gefährdung ihrer Freiheits- und Bürgerrechte besteht. Unter change.org/Überwachung kann ab heute jeder den Appell lesen und unterschreiben.